Herzlich willkommen, 10. NBA-Video auf Ortspedia. Wir haben heute einige Spiele und die beginnen schon um 18.30 Uhr. Und bis 21.30 Uhr Startzeit haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. Mein Popcorn ist bereit und ich freue mich auf euch und mit euch gleich die Spiele durchzugehen. Ortspedia, the Sports Betting Community. Bisschen muss man jetzt noch für die Show essen. Und warum habe ich Popcorn? Ich war gestern im Kino, Scream 5 angeschaut, oder heißt jetzt Scream nur. Saugeiler Film. Das war eine meiner ersten Videokassetten, die ich damals gekauft habe, vom eigenen Taschengeld. Und ich liebe die Scream-Filme. Und jeder, der Horror mag, jeder, der Scream liebt, wird diesen fünften Teil auch lieben. Und wer die NBA mag, der freut sich ganz besonders auf den heutigen Tag. Wie gesagt, Martin Luther King Day. Und da sind viele Spiele schon am Nachmittag, weil Amerikaner halt ganz gern mit Chips, Popcorn, Nachos und was weiß ich noch daheim rumsitzt und der will Sportentertainment. Und deshalb gab es auch gestern kein Video, weil da war nur ein Spiel zur Abendzeit, Phoenix gegen Boston. Genauso langweilig, wie sich das Spiel anhört, war es auch. Phoenix gewinnt haushoch. Und heute haben wir einiges. Quoten schauen wir uns auch gemeinsam an. Wir starten mit Boston gegen die Pelicans. Ganz klar. In der NBA muss man gerade derzeit ein bisschen aufpassen, wegen den Covid-Protokollen, wegen vieler, ich würde sagen, Ungleichheit der Teams. Zwar ist die Tabelle, die Standings, relativ ausgeglichen, aber das hängt halt dann auch davon immer ab, wer wie wo gerade drauf ist und wie der Kader zusammengestellt ist. Hier Boston, klarer Favorit, 101,45 die Quote. Wir schauen noch gleich mal auf die Total Points, da liegt die Line bei 216. Wenn wir auch mal hier anschauen, wie haben die denn zuletzt gespielt? Die Pels gegen Brooklyn verloren, davor aber immerhin gegen Clippers und Timberwolves, die in der Tabelle über ihnen positioniert sind, gewonnen. Knappe Niederlage gegen die Raptors und dann gab es noch den Sieg gegen die Golden State Warriors. Respekt dafür. Also die sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Die Celtics gewinnen gegen die Bulls ohne Lawine bei den Bulls. Die sind gerade auf ein bisschen Durststrecke passiert, aber sonst sieht es hier schon gut aus und sie haben auch noch ein Heimspiel und deshalb würde ich sagen, wir schauen uns den Spread an, -7. Boston gefällt mir ganz und gar nicht, dafür haben einfach die Pelicans auch gute Spiele, aber sie bringen es nicht aufs Parkett und hier ist meine Empfehlung. Trotz früher Spielzeit erwarte ich, dass viele Punkte fallen und 217 sind meine ersten zwei Popcorns, die ich draufsetze. New York, gegen die Hornets. New York hat sich wieder gefangen. Kemba Walker ist zwar weiterhin noch nicht dabei, verletzt. Glaube auch heute Abend wird er nicht spielen. Dieses Spiel werde ich mir, also es gibt ja auf der Saison, glaube ich, diese 365 Grad oder Konferenz oder wie das gibt. Muss mal schauen, ob ich über das anschaue, über League Pass oder ob es auch einzelne Spiele gibt. Dieses Spiel interessiert mich schon ein bisschen mehr als das andere, einfach weil die Knicks ein spannendes Team sind, die Hornets auch. Ich mag Gordon Hayward gern, ich mag LaMelo Ball. Ich finde, die haben ein spannendes Team und die Knicks eigentlich auch, seitdem sie von Tom Thibodeau gecoacht werden. Und diese Quoten sind nah beieinander. Die Hornets hatten eine kleine Downphase, auch sehr, sehr viele Spieler sind ausgefallen. Jetzt hängt mir ein bisschen Popcorn hier, sorry. Kennt ihr das, wenn das Popcorn nicht mehr so ein bisschen ausgelutscht ist? Ich meine, es ist jetzt ein Tag alt und dann hängt da irgendwas im Gaumen. Gar kein schönes Gefühl, aber wir ziehen das jetzt durch. Die Knicks, kleiner Favorit. Hier ist die Line auch wieder bei 217 Punkten. Das heißt, die Bookies gehen von einem Highscoring-Game aus. Gerade hätte ich sagen wollen, ich glaube, dass wir hier eine enge Kiste sehen. Die Hornets mit 23 Siegen, nur 12. Aber das ist dann, das muss ja die gesamte NBA sein. Nur das macht ja gar keinen Sinn. Ja, genau. Schauen wir mal in der Conference. Im Osten sind sie 7. mit 23 Siegen, die Knicks auch mit einem positiven Rekord nur 10. Vergleichen wir das mal im Westen, da bist du mit einem positiven Rekord gleich schon auf der 7. Also es ist schon ganz interessant, wie stark der Osten dann doch in der Breite ist. Ob gesamt, ob die besser sind, das möchte ich jetzt nicht beurteilen, denn es geht um dieses Spiel. Wir haben also hier auch einen sehr, sehr knappen Spread, allein schon in der Quoten, -2. Persönlich sehr, sehr eng beieinander. Ich würde hier den Heimvorteil der Knicks einfach anspielen.
die Hawks wahnsinnig schlecht dieses Jahr, aber davor haben sie die Dallas Mavs bei 85 Punkten gehalten, gegen die Spurs gewonnen, gegen die Celtics, Ausrutscher offensichtlich, hier mit 75 Punkte gescored, und die Hornets verlieren gegen die Magic, kann passieren, davor aber 4 Siege, zweimal gegen die Bucks, und die Bucks waren mit Antetokounmpo, also ihrem besten Spieler. Glaube ich aber trotzdem, New York macht das Ding, Heimvorteil minus 2, da macht es mehr Sinn, die minus 2 zu spielen, als auf ein Close Game zu gehen. Bei den Wizards läuft es schon länger nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison. Leider muss man sagen, denn sie haben ein sehr, sehr spannendes Team. Und die 76ers, da ist einfach Joel Embiid überragend. Und man hört aber viele Trade-Gerüchte und ich weiß nicht, inwieweit das das Team verfolgt. Denn Ben Simmons werden sie wohl offensichtlich nicht los gegen einen gleichwertigen Spieler. Jetzt heißt es, dass sie auch noch Tobias Harris mit drauflegen wollen, aber auf der anderen Seite Tobias Harris hat auch so einen Mördervertrag. Also er ist ein super Spieler, ich mag ihn gern. Ich glaube, dass er auch viel Positives in der Teamchemie bei seinen Vereinen reinbringen kann, weil er ein sehr, sehr positiver Mensch, zumindest von außen ist, Teamplayer halt. Aber der Vertrag ist schon riesengroß. Also das will dann auch keiner vielleicht schlucken. Aber ich bin gespannt, was da noch passiert. Auf jeden Fall, wenn wir hier die letzten Spiele anschauen, waren es eigentlich schon relativ knappe Kisten. Ne? 8 Punkte Niederlage gegen die Bulls, okay, hier mit 2 gegen die Magic gewonnen, mit 5 gegen die Blazers verloren, mit 6 gegen die Magic gewonnen, mit 4 gegen die Thunder, während die 76ers eigentlich auch 4 der 5 Spiele sehr deutlich gewonnen haben. Und tatsächlich glaube ich, dass, wenn Beal da weiterhin ausfällt, die 76ers das machen werden. Die Line 212, nicht interessant für mich, aber der Spread, den würde ich auf Philadelphia minus 3 gehen. Und dann geht es weiter zum nächsten Spiel. Wieder Startzeit, sehr, sehr attraktiv für uns, 21 Uhr. Jups Botschaft in Brooklyn bei den Nets. Durant fällt 4 bis 6 Wochen aus, weil er sich das Knie überdehnt hat oder das Kreuzband irgendwie sowas. Auf jeden Fall fällt er 4 bis 6 Wochen aus. Auf der anderen Seite bedeutet das mehr Spielanteile für Kyrie Irving, der jetzt da spielt, wo er als nicht geimpfter Spieler rein darf. Und das ist unter anderem im Staat Ohio bei den Cleveland Cavaliers, die wiederum auch so eine tolle Saison spielen und dann aber leider mit Ricky Rubio einen Ausfall haben, der schon echt wehtut. 220, die Line ist schon sehr, sehr hoch. Nichtsdestotrotz erwarte ich hier ein Highscoring-Game. Wir schauen auch mal die letzten Spiele an. Hier die Cavs, 4 Siege in Folge, eigentlich immer um die 110 Punkte. Die Nets ja sowieso potent in der Offensive. Und ehrlich gesagt sehe ich die Nets als Favorit und sie sind aber von der Quote her der Außenseiter. Das heißt, ich würde mich nicht wundern oder ich würde mich freuen, wenn Cleveland gewinnt. Selber würde ich aber tatsächlich ein enges Spiel abdecken und sagen, Brooklyn Nets plus 3, unsere Wette hier. Und dann geht es auch schon zum letzten Spiel im Martin Luther King Day zu Zeiten, wo wir Deutsche uns freuen. Wie gesagt, 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Viele Basketballteams, die wir live sehen dürfen. Und ich hoffe, ihr schaltet da auch ein. Da haben wir die LA Clippers gegen die Indiana Pacers. Die Pacers werden ja genauso wie die Kings im Westen, die Pacers im Osten, als das Team gehandelt, das am meisten traden wird. Vielleicht die Hawks noch, die haben jetzt gerade Cam Reddish für ein Apple und ein Ei, einen Protected First Round Pick der New York Knicks abgegeben. Wundert mich, ich dachte, dass Cam Reddish eigentlich höher im Fokus der Teams stehen würde. Entschuldigung, dass ich da mal hinschaue, das Handy im Sichtfeld habe. Auf jeden Fall die Pacers, Miles Turner gilt als Trade-Kandidat. Die Dallas Mavericks sind an ihn interessiert. Caris LeVert gilt als Trade-Kandidat und da haben die Cleveland Cavaliers ein Auge drauf geworfen. Da muss man mal schauen, was passiert. Und auch die Clippers könnten mehr Seller als Buyer sein. Das heißt, man könnte auch davon ausgehen, wenn sie jetzt sagen, okay, Paul George fällt doch länger aus, Kawhi Leonard wird vielleicht doch nicht zurückkommen und dann ist man so knapp Borderline-Playoff-Team, dann macht es vielleicht sogar Sinn,
den ein oder anderen Spieler gegen was Vernünftiges zu traden. Muss man schauen, ob das funktioniert, denn Marcus Morris einer der Morris auf jeden Fall, hat einen sehr, sehr hochdatierten Vertrag. Morris Senior, nennen wir ihn mal so. Wen haben die noch? Die haben noch Terrence Mann, der vielleicht ganz attraktiv ist, und muss man halt mal schauen. Zubac ist ein ganz guter Center, der aber auch nicht mehr so richtig in die Liga passt, aber eigentlich einen guten Impact hat. Und muss man mal gucken, aber jetzt Pacers, Clippers. Bei den Pacers, glaube ich, kann man sich sicher sein, dass vor der Trade-Deadline, die ungefähr 3,5 Wochen ist, einiges noch passiert, und bei den Clippers mal abwarten, was da passiert. Zu dem Spiel selber wundert mich ein bisschen, dass hier die Line bei 210 Punkten ist, wenn man mal beide anschaut. Das ist, da gehen die Buchmacher von dem Spiel aus, wo am wenigsten Punkte fallen. Wenn wir einfach mal hier drüber gucken, die Clippers tun sich sehr, sehr schwer zu scoren. Letzten 4-5 Spiele eigentlich nur so um die 100 oder weniger, und auch die Pacers sind nicht das Top potente Team. Deshalb würde ich hier tatsächlich auf ein Under gehen. Und wenn man sich die Niederlagen anschaut, die die Pacers haben, das sind gegen keine schwachen Teams, und die Clippers aber gegen Spurs und Pelicans, gegen zwei nicht Playoff-würdige Teams verloren. Also ich glaube aber trotzdem, dass hier die Clippers daheim das Ganze machen werden, und würde auf ein Under setzen. Dann schauen wir uns nochmal an, wie gesagt, 6 Spiele. Es geht los mit den Boston Pelicans gegen die New Orleans Pelicans, New York Knicks gegen Hornets, Washington Wizards, 76ers. Das Spiel, worauf ich mich dann tatsächlich am meisten freue, sind genau diese 3, Knicks, Hornets, Wizards, 76ers und Cavs gegen Nets. Da dürfte man einiges sehen. Und, oh mein Gott, irgendwie habe ich das Spiel hier nicht komplett, aber ein bisschen übersehen. Das eigentliche Topspiel des Spieltags. Und das sind die Memphis Grizzlies gegen die Chicago Bulls. Die Bulls jetzt 4 der letzten 5 Spiele verloren. Naja, Levine ist nicht da, funktioniert es nicht ganz so. Und die Grizzlies sind eh ein überraschend geiles Team. Hier würde ich mich nicht wundern, wenn die Line, habe es jetzt tatsächlich nicht angeschaut, so bei 225 Punkte ist. Schauen wir mal, was 224 ist dann die Realität. Ich erwarte hier wirklich viel Offensivpower. Auch ein richtig geiles Spiel gegen die 5 beste Defensive der NBA, die Dallas Mavericks, haben die Grizzlies versagt. Aber ich glaube, dass sie jetzt ganz groß zurückschießen werden. Und die Bulls, naja, funktioniert gerade gar nicht. Schaut mal hier, Nets 138 Punkte, Warriors 138 Punkte, Celtics 114 Punkte. Also die sind dann vielleicht auch ein bisschen gerade müde, und die Ausfälle tun auch nicht gut. Aber hier erwarte ich wirklich einen hohen Sieg der Grizzlies. Minus 6, minus 5,5 würde ich tatsächlich machen, und auch over. Ich sehe die Grizzlies auf jeden Fall 120 Punkte machen. Das bedeutet, die Bulls müssten noch mit 110 dagegen halten. Also, da haben wir dann auch nochmal einen richtigen offensiven Leckerbissen. Sagt mir dann auch nochmal, was sind eure Lieblingswetten? Habt ihr den heutigen Tag als NBA-Fans auf dem Schirm, oder sagt ihr, nee, Montagabend, da muss ich hart aber fair oder irgendwas anderes schauen? Bis zum nächsten Sonntag. Ich grüße euch und einen schönen Start in die Woche. Oddspedia, the Sports Betting Community.